So, wir sind hier am BlackBerry Security Summit in New York, in einem Museum. Ziemlich viel Trubel um uns herum. Hier findet der BlackBerry Security Summit statt, wo BlackBerry eine große Neuigkeit präsentiert hat, nämlich das BlackBerry, das Unternehmen SecuSmart aus Düsseldorf, Unternehmen, das Sie gegründet haben und heute noch leiten, aufkauft. Was bedeutet das für Unternehmen? Was macht das einen Unterschied, dass Sie jetzt zu BlackBerry gehören? Erstmal herzlichen Dank. Also wie Sie gesagt haben, SecuSmart ist eine deutsche Firma, bleibt eine deutsche Firma, eine deutsche GmbH. Was hier sich ändert, ist, dass wir jetzt mit BlackBerry eben weltweite Reichweite haben. Wir können jetzt eben unsere deutsche Technologie kombinieren mit der weltweiten Vermarktung von BlackBerry. Sie sind bisher in Deutschland ganz erfolgreich. Die Bundesregierung setzt, glaube ich, ihre Software ein. Was wird da von Ihnen eingesetzt? Genau, bei der Bundesregierung, da haben wir das Produkt Secu Suite vor BlackBerry 10. Das ist eine Kombination aus einer speziellen MicroSD-Karte, unserer Secu Smart Security Card und verschiedenen BlackBerry 10 Geräten. Also durch das Zusammenfügen von den BlackBerry 10 Geräten mit unserer MicroSD-Karte wird das Gerät so sicher, dass es eben vom BSI zugelassen ist für VSNFB-Kommunikation. Sowohl E-Mail, als auch VPN, als auch SMS, als auch Sprache. Die gesamte Kommunikation ist sicher. Sie haben eben ein interessantes Stichwort gesagt, es war deutsche oder europäische Kryptotechnologie. Können Sie das ein bisschen erläutern, warum das wichtig ist? Ja klar, ich meine, für BlackBerry ist es hier ganz wichtig, dass hier deutsche oder europäische Kryptotechnologie verwendet wird. Die deutsche Kryptotechnologie hat einen sehr, sehr guten Ruf und steht eben nicht im Ruf wie die Kryptotechnologie aus Nordamerika. Ja, das ist ein ziemlich, schwieriges Thema, was Sie da ansprechen. Sie haben aber jetzt nicht nur diese Lösung mit der SD-Karte, sondern Sie haben auch eine reine Softwarelösung, die auf mehreren Geräten funktioniert, also auch auf iOS oder Android. Um was handelt es sich da? Genau, das ist ein Secu Voice Client. Wir wollen also die Unternehmenssprache sicher machen, so wie die Unternehmens-E-Mail sicher ist. Und das ist eine plattformunabhängige Lösung. Da machen wir also die Sprache sicher, egal ob es auf iOS, auf Android, auf BlackBerry oder in Zukunft auf Windows Mobile Phone ist. Das ist was in Deutschland mit Vodafone Ende des Jahres gelauncht wird. Jetzt haben wir immer wieder eine Diskussion, auch um BlackBerry herum, der Abhörung von Kommunikation beispielsweise, wenn das Gesetze eines Landes erfordern. Da ist Indien immer sehr im Gespräch gewesen oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Das betrifft aber, wie Sie dargestellt haben, nur die Kommunikation von Individuen untereinander. Können Sie in dieser Umgebung trotzdem eine sichere Kommunikation für ein Unternehmen gewährleisten? Genau. Es ist möglich. Also glücklicherweise leben wir in einem Land, in dem man Geheimnisse haben darf. Und das ist ganz wichtig. Aber es ist eben möglich, die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens komplett abzusichern. Genau wie es möglich ist, die E-Mail-Kommunikation eines Unternehmens abzusichern. Also die Rechtslage verbietet nicht, dass Unternehmen Geheimnisse haben. Das heißt, Sie können eine sichere Kommunikation innerhalb des Unternehmens gewährleisten und Ermittlungsbehörden würden sich dann an das Unternehmen wenden müssen, genau, um diese Informationen zu bekommen und müssten nicht die Geräte abhören. Ganz genau richtig. Wir wissen niemals die Geheimnisse. Wenn, dann muss an das Unternehmen herangetreten werden. Alles klar. Vielen Dank, Dr. Quent. Herzlichen Dank.